noch genügend Felsen, die wir damit integrieren können, vielleicht? Ja, hier können wir uns echt ausbreiten, du. Dann können wir hier auf jeden Fall schon mal anfangen zu bauen. Ja, aber, ja. Was hältst du denn davon, noch ein bisschen nördlicher wenigstens zu gehen, Mario? Und ich glaube, das ist noch ein bisschen schöner zum Bauen, hast du nicht diese blöde Felswand? Ja, geht's nur noch. Und hier hast du auch mit Metall wieder auf der anderen Flussseite. Ja, aber da auf dem Berg ist doch richtig geil, oh. Ne, es geht nicht richtig geil auf den Berg hoch, sondern halt so ein Schuttabhang. Das sieht halt kacke aus. Bist du sicher? Ich war doch schon mal da drüben auf dem Berg. Ja, was weiß ich, was du für einen Geschmack hast. Einen geilen, das weißt du doch. Guckst YouTuber wie Zoss Gaming, also, naja. Nee, die schaue ich doch gar nicht. Nee, die guckst du nicht. Achso. Nee, da spielst du nur mit, ne? Aber sonst ist es nicht dein Niveau. Ich wollte gerade sagen, also. Jetzt ist die Frage, Clem, ist überhaupt Niveau? Also hier drüben ist auf jeden Fall nur noch eine Geröllhalde. Ja, warte, ich komm mal rüber, Meister. Sag mal, wer ist da so lowlife? Ich. Anni, schluck mal was. Mach ich doch schon. Ja, Anni hat das mit dem Hitpoints-Management noch nicht raus. Nee, noch nicht so ganz. Das stimmt. Inventarmanagement auch nicht. Hatte sie noch nie. Das stimmt allerdings. Nein. Die Handtasche muss lebendig sein, das haben wir irgendwann mal gelernt. So, also hier sieht kacke aus zum Bauen. Hey, hier, schau mal hier, wo ich gerade bin. Hier das zu ist viel schön. Hoch und runter, keine flache Stelle. Hoch und runter ist doch super. So, hoch und runter. Hey, hier ist doch geilo, wo ich gerade stehe. Ein Held. Ich stehe genau neben dir, der sieht total kacke aus hier. Ich sehe dich doch nicht immer. Wie kannst du neben mir sein? Guck mal, Mario rennt hier rum. Also, ich finde das. Also, wenn du das hier geil findest, dann hast du echt einen komischen Geschmack. Ja, aber man sieht ins Grüne, Mensch. Ins Grüne. Ja, grün sehen wir da vorne auch. Nee, da siehst du, weiß ich nicht. Ich find's hier hässlich. Ja, ich auch. Ich find's ja auch nicht schön. Ach, Mädels, also. Ja, Clem, da wohne ich, da wohne ich lieber drüben am See, weißt du, und hab eine schöne Aussicht von der Klippe oben. Ja. Genau aus diesem Grund wohnt Clemens in meinem Keller. Ist schön da. Schön steinig. Deswegen hat er auch keinen Geschmack, weil er nur die grauen Betonwände kennt. Ja. Ist weiß. Na okay, weiß auch okay, weiße Betonwand. Nee, da drüben ist viel cooler. Oh Clemens, was ist los? Bist du jetzt aggressiv? Musst du Aggression abbauen? Ja, aber man kann ja leider gar keinen Schaden machen, du guck. Ist ja leider ausgestellt. Um Eisen abzubauen, brauchst du eigentlich nichts Besonderes außer eine Steinspitzhacke. Das stimmt. Könnt ihr Clemens aussetzen, Jake? Ja. Oh, und hier bei diesen kleinen Flüsslein sind schon auch ein paar Eisen vorkommen. Ja, wir haben hier genug Eisen. Also Eisen ist hier reichlich vorhanden. Problem ist, der Clemens würde nach Hause zurückfinden. Nee, würde er nicht. Aber hallo, du. Ich hab einen Kompass im Kopf. Wenn Bunny und ich zurückfinden würden, hallo? So, wollen wir jetzt auch nochmal bauen? Ja, dann fang doch mal an. Guck grad mal. Erstmal gucken, wo hier der gute Mario ist. Da drüben ist schon mal ein Bär auf der Insel. Na, dann mach kaputt. Trau dich. Und ein kleines Bärchen auch noch. Oh. Na, wir können doch hier hinten neben dem kleinen Flüsschen bauen. Wo bist du denn gerade? Ja, ich such Mario auch gerade im Flachland. Direkt an der am See bin ich. Direkt an dem Fluss, der in Richtung Klippe geht. Das Haus am See. Hier ist doch dieses kleine Mini-Flüsschen, wo es zum Abhang geht. Ja. Genau, zu den Wasserfällen geht's hier. Du meinst jetzt hier, wo ich gerade bin, ne? Nee, ich weiß nicht, ihr seid doch alle hier. Was weiß ich, wo du wieder steckst, du Schlingel. Also ich bin bei Clemens. Ja, ihr seid alle hier, ihr müsst mal zurück. Hallo, zurück. Hallo. 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 Hier zum nackten Mann hier, müsst ihr. Hier, wieder. Jo, mach's gut, Han. Ciao. Ach, da oben ist Mario, Mensch. Ach, da. Na, hier quasi. Hier ist so eine schöne Baustelle. Da können wir doch ordentlich absichern hier den ganzen Bereich. Fall. Das ist gut. Und dann können wir hier oben auf die Felsen genau was draufbauen, einen kleinen Wachturm oder was weiß ich, können wir schön runter gucken. Das Horn. Mal das Horn in die Luft hängen oder so. Das hängt immer in der Luft, du. Hornblasen. Ja, dann würde ich. Er muss dann geblasen werden, alles klar. Dann können wir doch hier losbauen, würde ich sagen. Ja, nee, aber hier ist schön. Ja. Das ist wirklich hübsch. Bauen wir mal eine Kiste und. Okay, dann baue ich schon mal eine Kiste hier. Ich baue die mal hier kurz an den Rand. Ja, dann würde ich gerne mal mein Zeug loswerden hier. So, Kisten stehen. So schnell schon.
Da können wir hier schon mal die ganzen Krippel umladen. Oh, was? Keine Ausdauer. Mach mal in die ganzen Rechten das Bauzeug rein. Ey, sag mal, Alter, hörst du auf zu treten? Was? Ich breche dir gleich das Knie. Ach, das Knie, oh nein! Oh, ich leg dich über das Knie. Das findet er aber noch gut. Ich wollte gerade sagen, also, das ist keine Bestrafung, mein Lieber. Na, kommt doch mal. Das ist eine Einladung. So, ja, dann gehen wir mal Krempel holen, oder? Also, jetzt muss ich nochmal kurz fragen. Weil ihr standet doch gerade eigentlich hier rum. Bist du schon wieder verloren? Nein, nein, stopp, ich bin gar nicht weitergelaufen. Aber ihr seid weg. Ich siehst doch hier am Fluss. Du hast doch gerade gesagt, hallo. Ja, ich hab doch auch gesagt, hier ist schön, aber ich weiß gar nicht, wo ihr die Kisten hingestellt habt. Ich bin hinter euch Anni, hergelaufen. Anni, komm mal her. Ja? Alter, Alt F4. Ich hab vor lauter Bäumen nichts gesehen. Achso, ja, du bist da hier. Da seid ihr. Ja. Die Bäume sind schuld. Wirklich jetzt. Die Bäume sind schuld. Immer die bösen Bäume. Ist echt so. Total. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn die Bäume auf einmal da sind. Oh, hier gibt's auch Harz. Cool. Ja, kriegst du relativ viel Harz raus. Ja, ich seh's. Bauen wir aber auch tonnenweise später, oder? Ja. Wenn wir dieses Ding, ich weiß nicht, wofür wir das Ding, versiegelte Holz brauchen. So, dann gehen wir jetzt zurück. Wir haben auch gleich ein Dings. Ja, zurück und Zeug mitnehmen. Und Glotzi holen. Genau. Ja, stimmt, die ist ja bestimmt da auch. Ist der Balu eigentlich auch schon da? Ich weiß es nicht. Bestimmt. Achso, jetzt hat ja keiner noch eine Axt dagelassen, oder Mario? Nee. Egal. Ich dachte, du hast deine Axt. Ach, sorry. Ja, aber ich bin ja eh komplett da geblieben, deshalb. Egal, passt schon alles. Mal hier unten langlaufen. Ja, dann geh ich Holz ran schaffen, ne, Mario? No, ist aber eine Axt. Alle rauen und unseren Quatsch mal hier alles im Müll. Keine Ahnung, ob man den Krempel für Farbe oder sowas braucht. Ja, aber dann können wir das später noch farmen gehen. Ja, das also, kommt viel. Ja eh wieder. Ich check schon mal die Lage, was da sonst noch so rumhängt. Ja, mach mal. Ich wollte noch meine Wasserflasche im See, hätte ich noch aufhören können. Na egal. Ich kann dir zur Not ein Stück Wasser geben. Ich hab ja noch. Komischen gelben Lotusblüten brauchen wir da auch für irgendwelchen Krempel, ja, oder? Ja, für irgendeine Suppe? Ich bin mir gar nicht sicher. Ja, aber davon finden wir schon noch genug, also. Was schon alles. Oh, nieder mit der großen Antilope. Kaputt. Mit dem Antilopenknu. Also, es ist eindeutig ein genudet Schwarze. Nein, doch. Schwarz. Ja, ich bist auch so ein. Nee. Also du hast echt Britengläser, die verschwitzt. Achso, hier können wir gar nicht. Meister Mario, ich studiere also, Biologie. Also. Ja. Da hat er nichts zu sagen, das ist Mathe studiert. Ja, ja, ich bin ja auch Mathe-Profi, also. Das weiß doch jeder hier. Ja, von wegen. Aber hallo? Erika, weißt du, wo es lang geht? Ja, hier, ich hab gesagt, den kleinen Durchgang gesucht, der ist hier. So. Warte mal, viel Erfolg beim Nause kommen, du. Mathe. Da bin ich. Wann? Seit immer. Deswegen hast du auch wieder abgelehnt. Du magst zwar vielleicht Biologie studieren, aber von dem Gnu hast du keine Ahnung. Aber hallo. Deswegen hat er ja auch mit dem Mathe-Studieren aufgehört, weil er ja kein Mathe kann. Wenn ich das nächste Mal im Zoo bin, mache ich ein Foto von einem Gnu. Also wenn... Oh. Soll ich ein Foto von Gnu raussuchen? Ja, hab ich schon selber. Hab ich selber, du. Ja, wo denn? Ja. Na komm, zeig mal ein Gnu. Ja, du kriegst gleich ein kleines Gnu geschickt, du. Das sag ich dir. Komm, post mal WhatsApp schicken. Komm, post mal Link von dem Gnu. Ja, warte doch mal, ich suche ein Gnu raus. Da guck mal, da hab ich eins. Komm. Ja, ich hab schon eins. So. Ja, aber das ist keine Penisbildung. Ja. ab in Stream damit. Halt, ich hab dich gerade verloren. Ja, ich hab Erik auch verloren. Oh. Durch das hohe Gebüsch. Jetzt hörst du schön. Ja. Komm mal, Sabrina, hier lang. Gut, ja, dann einigen wir uns darauf. Es schaut einem Gnu sehr ähnlich. Vom Körperbau her und von der Farbe. Vom Körperbau sieht ein Gnu eher, geht Richtung Rind. Das hat vier, aber nicht. Das hat vier Beine, ja. Das hat vier Beine, ist ein Kopf, ist ein Hörner. Also, ein Gnu, sag ich doch. Oder ein Apfel. So. Ein Apfel? Alter, du bist auch so ein Apfel, ey. Oh Gott, oh Gott. Liebe Leute. Ist schlimm hier, ne? Kann man so nicht sagen. Vielleicht richten sich die Augen wieder. Civilane.
Ganz schön frech, ne? Ja, aber es ist ja so. Du kannst auch ausstechen und zwei Murmeln reinsetzen, dann. Das wird auch nicht helfen. Hat denselben Effekt. Beim Gnu wachsen die Hörner eher seitlich weg. Ja, ihr habt hier recht, dass das eine blöde Antilope ist. Für dich ist es eine Gnantilope. Ein Mix aus Gnu eine und Gnutilope. Eine Gnutilope. Was? Gnutilope? Gnutilope. Boah, ich hoffe, ich kann mir das merken. So. Die gute, oh. Also Gnu. Die gute Gnutilope. Gnutilope, alles klar. Die Gnutilope. Kommt hier gerade ein Sandsturm? Ich glaube, es wird dunkel. Oh, nee. Nee, ich glaube, es wird dunkel. Na, ich hoffe, ihr habt Masken dabei. Na, wir sind am See gerade, also von dem her. Kommt der Sandsturm auch in der Dingsbiom? Ja, klar. Ja. Oh Gott. Also die Ausläufer zumindest. Also direkt den abkriegen tun wir das gerade nicht. Ja, aber schau mal, die Front kommt doch da. Habt ihr das Koko noch mit euch, oder? Ich bin an also ich bin am Haus. In die Richtung, wo ich schaue. Richtung Wüste, kommen die Fronten auf uns zu. Ich sehe leider nicht, wohin du schaust, ist so dunkel. Na, Richtung Wüste. Solange es nicht das Riesenkoko ist. Ja, aber das zieht an uns vorbei, oder? Ah. Bin mir nicht sicher. Sieht aber geil aus. Ich glaube, es zieht an uns vorbei, oder? So, ich nehme mal hier noch 300 Schleimsuppe mit. Das Unwichtigste zuerst. Nee, brauchen wir nicht. Na dann nicht, meine Güte. Und ich muss sagen, diese komischen Kudu-Antilopen gibt's tatsächlich. Ne? Und die schauen so aus wie die im Spiel. Also scheinbar ist das wirklich eine Antilope und kein Gnu. Das ist eine Gnutilope, hallo. Ja, ich glaube, es zieht wirklich an uns vorbei, oder? Mario, wir sollten vielleicht schauen, dass wir die Fundamente so anfangen, dass die Kante irgendwo gut abschließt. Sei es hier am Fluss oder See oder was das ist. No, oder halt hier an der Felskante. Also irgendwie, dass das gut passt und nicht wild. Wir können ja reinbauen. NC? Ist ja... Brauchen wir Äste eigentlich? Naja. Nee, die können wir doch dort auch einfach sammeln. Also ist halt die Frage, ob wir den Berg hier gleich mit integrieren wollen, dass wir hier vielleicht ein kleines Hütchen draufbauen oder so. Da wird er integriert. Der hier, ne, wo ich gerade drauf rumkletter, ne? Warte mal. Würde ich schon integrieren, du. Lass mal noch das Koko killen, nicht dass... Meiner ganz oben nicht, dass muss ja auch der Thronsaal gehen. Von mir. Sind doch zwei. Dein Thronsaal, der kommt hier unter Wasser irgendwo. Nee, nee. Der kommt noch ganz oben. Abwasserkanal. Ey, ich zeig dir gleich einen Kanal, du. Ja, schau mal meine Sichel, du. Na los. Einmal sicheln, du, und alles weg, ich sag's dir. Du triffst ja eh nicht. Na, leider. Ach, das ist was Produktives, lass doch mal was planen hier. Da haben wir doch gerade schon. Aber ich würde den Berg hier und das, wo du gerade draufstehst, auf jeden Fall integrieren wollen. Ja. Ich meine, das bringt mega viel dann dazu an Mehrwert. Also optisch allein. Und die hier so eine geile Brücke auf die andere Seite zu dem Pinökel da drüben. Das ist auch geil, oder? Na, hier vorne zwischen den Felsen können wir dann irgendwie ein großes Tor bauen, oder keine Ahnung. Stimmt, ja. Vielleicht fangen wir sogar echt oben an zu bauen und nicht unten, oder? Die Frage ist natürlich, also wir wollen ja eh nicht alles zupflastern, aber können die auch ein bisschen kreuz und quer bauen, die Hütchen. Aber wir können ja oben erstmal ein Fundament bauen. Achso, ich dachte, du willst als eine zusammenhängende Base bauen, von Fundamenten her. Ja, aber wir wollen ja nicht alles mit Fundamenten zuhauen, nur halt, dass die dann alle gleich ausgerichtet sind. Achso, ja, stimmt, Weil ein bisschen Gras oder so und hier die Bäumchen wollen wir auch noch haben, also sonst spawnt da ja nichts mehr. Ist ja auch etwas gut. Ja, nee, stimmt schon. Also mein Inventar ist voll, könnten wir auch gerne wieder los. Ja, ich bin bei 95%, wir können los. Mario, du möchtest bitte einmal die Map zeigen, aber eigentlich macht das keinen Sinn, Glotzi, wenn er die Map zeigt, weil er ist woanders. Ja, aber er kann ja zeigen, wo das ist. Genau, ich weiß ja nicht, wo Glotzi gerade ist, aber... Ja, das weiß ich auch. Der macht aber den... Achso. Der hatte nur Start, also hier. Wir sind hier an dem komischen See. Also da ist das ursprüngliche Häuschen, wo wir gebaut haben. Und wenn du da bist, können die anderen nicht gleich mitbringen. Einfach einpacken. Dann warten wir unter die Schulter klemmen. Aber wir warten. Aber Glotzi könnte ja auch mit uns reden im TS. Nee, kann sie nicht. Nur, kann ich hier nicht. Muss ja nicht schreiben. Na, Glotzi, ich kann sie mal. Ich zieh sie mal kurz runter. Büchchen ist auch da. Ja, ist Baloo auch auf dem Server? Das ist die Frage. I don't know.
Kann man ja mal anfragen. Sagen. Du, du, du. User was moved to your channel. Hallo. Hallo. Hi. Guten Tag. Wo steckst du? Ich bin an den zwei kleinen Seen. Neben dem Südaquädukt. Also links davon. Warte mal, zwei kleine Seen. Aha, warte mal. Ja, ich glaube, ich sehe diese beiden Seen. Auf der linken Seite ist da eher so terrakottafarbenes Gelände und rechts davon ist dieses... Ui. Siehst du hier zwei Seen? Na, hoch, 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 scroll mal hoch. Und ich muss jetzt... Meinst du da. Vom roten... Ach, roten Gebiet. Aber da bist du ja viel näher bei uns am neuen Wohngebiet eigentlich. Na, ich hab naja, es ist auf jeden Fall näher als von uns. Schon ein bisschen durchgeschlagen. Ich war auch schon bei Zuflucht des Priesterkönigs oben. Ja. Genau, das ist da, wo der Schlangenpriester wohnt. Müsste das sein. Du musst auf jeden Fall zu dem hellgelben Bereich da rechts. Gelbe auf der Karte. Wüste, genau. Stehst du auf dem Fahrstuhl drauf? Nein. Dann... Es ist eine Steinnase nebenbei und da sind Treppen und also Fahrstuhl und dann sind Treppen. Na, auf dem Fahrstuhl musst du drauf. Auf die Plattform. Okay. Ich geh mal drauf. Na, sag Bescheid, wenn du drauf stehst. Und rufst du den dann? Okay, cool. Ja, bin da. Ist er drauf? Ja. Komm. Pass auf, hier sind wir ganz viele Steine. Tut sich aber nichts. Tut sich nichts. Na, laufen wir mal jetzt lieber. Ja, ja, lass uns laufen. Nein. Wir benutzen. Na, der muss aber hochfahren. Wir benutzen mal den, also wenn ich E drücke, interagieren. Du musst auf. Musst du nicht noch irgendwo raufklicken? Nee, du musst den Totenkopf ach, da. Ja, die Klingel quasi. Aber er müsste ja unten sein. Anni, bist du schon im Fluss? Ich sehe den Fluss. Auf der Karte. Aha, ich habe nämlich auch auf. Mit Aufzug fahren gedrückt. Ich glaube, es kann durchaus sein, dass das freigegeben ist, weil es ja PvE ist und da ist ja nichts abgeschlossen. Ich bin nah dran. Hier bei uns. 2 Minuten oder so. Ja, dann kannst du sie auch gleich mal einen Tribe einladen. Also in den Clan. Ich fahre schon nach oben. Ist das praktisch? Yay. Das ist cool, oder? Das Fahrschulfahren. Ja, voll cool. Da kann man mega geilen Cage-Dance machen drin. Oh, shit. Oh, oh. Halt dich fest. Oh. Ja, war das, und da ist er tot. Pass auf, rechts sind ich, warum habe ich denn die rechte Maustaste gedrückt? Das kannst nur du wissen. Guck, wirst du gleich ausgelacht von Nina. Ja, ist ja richtig von so. Nina Nudels, ja. Okay. Du wurdest getötet durch Sturz. Ne? Ja, was anderes bringt mich ja hier nicht um. Ha, du hast es verdient. Das ist wirklich so. Deine Kehle ist völlig ausgedörrt. Dann trink doch. Trink, Kind. Au. Trink. Weg hier. Hier ist ein Riesenkroko. Was? Der macht kaputt. Oh Gott. Braunes dicke Leder. Ist es so extra groß? Ein extra großes, großes das Kroko. Das Ding ist extra groß. Clemens, nicht das. Oh. Wo ist mein Erik da? Du musst hier vorne einfach dann links rum. Hey, hier, Glotzi. Da vorne einfach hier? Links rum. Okay. Dann, um die Ecke. Sind wir wieder am Fluss? Hallo. Ja. Seid ihr am Fluss? Ich bin auch am Fluss. Wir sind am Fluss. Hey, ich glaube, ich habe hier einen Wanderer. Nein, es ist kein Wanderer. Es ist ein Typ. Oh Gott. Scheiße. Oh, voll schön hier. Das sah aus, als ob der einen Rucksack hat. Aua, aua, der Arsch. Also, wir sind jetzt nicht mehr am Fluss. Nee, schön. Ich muss den Typen dann fahren wir jetzt mal eine Stunde runter. Hätten sie mal ein bisschen mehr Speed machen können hier beim Fahrstuhl, ne? Herr ja, aber halt ist der nix. Tanz so kurz, so, weißt du? Soll auch geil und elegant sein dabei. Achtung, Bogenschütze. Mal stehen. Ja. Was hält ihr? Ich sehe niemanden. Stehen bleiben, Level 3. Stehen bleiben. Ich hol dich. Hier. Eine Nucky Die Frau. Ich hab doch was an. Bei mir nicht. Clemens guckt sich alle nackt an. Na, aha. Man kann ja einstellen, wie nackt man alles sehen möchte. Also Clemens ist noch in so einem Alter, da macht man das. Dreimal darfst du raten, wie es eingestellt ist. Ja, ganz nackt. Natürlich, wenn ja, man muss sich auch ein bisschen austoben, oder? Also. Ist ja nicht Stein. Okay, war da gerade eine Stein? Ja, blocken! Da kam die Einladung an? Ja, hab schon angenommen. Blocken! Echt? Bei mir nicht. Wie denn? Was denn? Mit dem okay. Schild. Warte. Ah, doch jetzt. Ah, okay. Clan? Ja. Ja, nee, ist da, okay. Ja, dann folgen Sie mir mal. Da so ein Pfeil im Kopf. Wie kann man auf First Person umstellen? Mit Mausrad scrollen. Genau, einfach rein scrollen. Mhm. Ja, das geht bei mir leider nicht. Wenn du im Kampf bist, geht es auch nicht. Musst du die Waffe also, wegpacken.
Genau. Ich habe nichts in der Hand und trotzdem. Drück mal auf ansonsten, X, falls du in der Kampfstellung bist, oder drück mal auf V. Und der Leiche nicht plündern. Mal ein bisschen durchprobieren. Gab es noch einen Knopf für? Ich weiß nicht, wer wieder war, Leute. Ich muss dann bei Optionen gucken. Vielleicht habe ich da was umgestellt irgendwie. Nee, und hier bauen wir jetzt auch unsere neue Base. Schau mal hier oben auf dem Berg. Na, also ganz schnieke. Einfach am Felsen da. Und das ist ein Riesenkroko. Ignorieren. Lang. Ach, das ist der Bock. Ja, der Bock und der ist Kroko. Ja. Mag beides nicht. Brauchst du einen Schlafsack? Na, ich tu mich mal ausrüsten an. Aber hier der kleine See beim Riesenkoko war schon richtig, aber. Ich kann dir schon mal einen geben, weil. Das hat mir letztes gemacht, als die Leiche weg war. Muss man irgendwie locken oder was? Oder? Wenn die Leiche weg ist, Mario. Aus dem Gebiet laufen und nochmal hinlaufen. Na, ich kann nichts plündern, aber ich war ja gerade schon aus dem Gebiet. Bin davon umgekommen. Ansonsten gucken. Einfach wahllos E drücken, da wo sie sein müsste, so wie bei Anni. Das hat auch so ein Viech rum hier. Komm mal mit hier. Komm mal hier. Lotzi. Ey, komm. Du kannst auf jeden Fall schon mal hier respawnen, falls er schief gehen sollte jetzt. Weil das wäre sehr ärgerlich. Oh, ich bin am Fahrstuhl. Dann kannst du das Steinviech hier wegmachen. Der mit dem Dino kämpft. Ja. Guck mal, ich helfe dir mal. Ich bin da. Bin ich hier oben durch? Ist hier. Ja. Aber ich werde zu sehr abgelenkt. Hier, geh mal zu einem Scheißding. Eigentlich nicht nachvollziehen. So, Schlafsack gelegt. Okay, sehr schön. Na, geh doch mal froh schaffen. Jo, was? Aber jetzt soll ich ja nicht so da. Jetzt. Also, ich habe deine Leiche gerade irgendwo. Aber gut, dass du den Durchgang gesehen hast. Also meine Leiche liegt hier, aber ich kann ihn nicht plündern. Ja. Renn mal vorbei, dann schon der Fahrstuhl. Ja, den habe ich gesehen. Genau. Gebrauchen können wir eigentlich gerade alles, den Näheres hier. Okay, auch Stein und alles. Okay. Geradezu ist auch die Anni. Ja. Oh Gott. Schön, sie hat es geschafft, ich bin begeistert. Ja, ich natürlich. Ja, ich auch. Na, jetzt kann ich sie plündern. Oh, ihr könnt jetzt aber da nicht unbedingt noch hier so ein Ding mitbringen, ey. Wir haben nur zwei mitgebracht. Oh, ja, schön. Ich helfe erstmal Anni. Ja. Ja, finde ich gut. Nein, Renzen. Oh. Keiten. Sabrina, hau ab da. Ich kann nicht kiten ohne Ausdauer. Das macht keinen Sinn. Ja, ich hab da meine Axt jetzt wieder. Jetzt geht's ab, Freunde. Jetzt geht's. Berserker am Start hier. Oh Gott. Ja, mach's gut, Fennig. Bis zum nächsten Mal. Sag mal, Mario, soll ich schon mal anfangen, Werkbänke zu bauen? Ich dachte, hast du gerade Challenge schon gemacht. Nee, Öfen habe ich gebaut gerade. Oh, fuck, überladen. Weg mit den Steinen. Ja, weil dann fange ich aber schon an. Die Frage ist halt nur, wo soll ich die stellen? Ich kletter die Luft hoch. Was? Hä? Bei mir nicht. Bei mir stehst du. Nee, hat er. Ja, jetzt. Aber um auf den Fahrstuhl raufzukommen, ist er erstmal geklettert. Ja, hat sich ja auch. Und dann gesprungen und dann stand er drauf. Dann fällt man runter. So, also ich bin bereit zum Hochfahren. Ja, dann fahr schon mal hoch. Ja, bitte. Ja, gut, dann einer mal hier den Knopf drücken, da. Diejenige, die am weitesten hinten steht, ey. Mann. Boah, das geht Sippe hier. Das wächst so schnell wieder alles voll. Ja. Na, dann muss ich nochmal lang sicheln gehen. Da kannst du ja schon mal hier, weiß ich nicht, die komischen Fischreusen da in Wasser kloppen. Die müssen ja hier auch gehen. Mario? Ja. Hier in die zweite, also in die Box neben der ganz, ne, zweiten Gedöns. Da packe ich dir die Axt rein. Eisenachs wolltest du doch haben. Achso, Weil ich jetzt auslogge, weil ich jetzt ins Bett gehe. Musst du arbeiten später? Morgen arbeiten. Also heute Nacht um 3. Ja. Oh Mann. Ich auf. Mein Beileid. Und denke dann an euch. Alle noch im Bett liegt und euch umdreht. Oh ja. So. Vor allem bin ich morgen in dem wunderschönen Reinickendorf. Um Gottes Willen. Ja, im was ist denn Reinickendorf? Auch ein Bezirk in Berlin. Berlin hat kein ganz schöner Bezirk. Naja, es gibt brauchbare Ecken dort. Meine halbe Familie wohnt da. Ah, okay. Aber ja, es kommt halt auf die Ecke an. Also wir würden da jetzt nicht hinziehen, aber. Ja. Brauchbar und deswegen ist nur die halbe Familie da. Genau. Na, Anni hat ja auch schon ein paar Geschwister verloren. Hallo? Ja. Hallo, deine Mama spielt mit dem Messer. Hallo, das war deine Aussage. Das war so mies, der Clemens, das war so mies. Da warst du doch da. Wo warst du da? Ich weiß gerade gar nicht. War Clemens da. Er hat nicht zugehört.
die ganzen ich Kinder. Immer wo gesagt wurde, dass meine Mama eigentlich viel mehr Kinder hätte und ich viel mehr Geschwister habe, aber weil das halt so gefährlich ist in meiner Familie, musste man mehr quasi produzieren, damit wenigstens ein Teil überlebt. Also so wurde über meine Familie geredet. Das muss man sich hier geben, ne? Das ist mega so Mobbing. Wie bei mein Beileid an. Dankeschön. Mein Beileid. Dankeschön. Mobbing, das ist nur. Also, da das ist so eine Familie. Dankeschön. Das ist aber einfach realistisch, muss einfach mal sagen. So wie bei Tieren, die ganz viele Eier legen, damit irgendwie ein paar durchkommen. Ja, genau, wie bei den Mini-Schildkröten. Brauchst du auch ein paar mehr? Ja? Mhm. Oh, Baby-Schildkröten. Damit wenigstens eine Handvoll durchkommt. Aber nein, tatsächlich, alle Geschwister, die lebend zur Welt kamen, ja, die leben auch noch, tatsächlich. Oh, Hallöchen, Mella, servus. So, aber ich wünsche euch was, ich bin dann mal aus. Ja, gute Nacht, Sabine. Ja, schlaf gut. Lass dich von unseren zarten Stimmchen in den Schlaf säuseln. Mhm. Und, ne, mach lieber wieder hier die Klamotten an. Nicht, dass du noch schlecht träumst, wenn du Clemens und Erik und so nackt siehst, ne? Ja, weil du hast ja deine Rüstung an. Achso, soll ich ausziehen, Sabrina, für dich nochmal hier zum Feierabend? Jetzt ist es spät. Achso, schade. Ich hätte für dich tanzen können. Nicht? Aber dann nur für mich privat. Ja klar, hallo? Also sonst? Ich teile doch nicht so gerne. Ja, das ist in Ordnung. Den hättest du privat bekommen. Für genug Geld. Ja, geilo. Nee, Clemens, du nicht? Na, ich spring's heimlich dann. Oh nein. Gott, ey, weißt du, wie der lüsterne alte Opa dann irgendwo bei der Umkleidekabine, bei der Termine, schon klar. Clemens, wir gucken uns dann heimlich das Video privat an. Oh Gott, ey. Ganz genau. Oh man. Na dann, Sabrina, hau rein. Genau. Na klar. Tschüss. Nach dem. Ciao.